Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Welche Arten von Teamcoms gibt es, wenn es um Teamfighting geht? Oder generell um Late-Game-Fighting? Wir haben geredet über die Wombo-Combo, wir haben über die Poke, wir haben über Protect the Carry gesprochen, über eine Pick-Comp, über eine Split-Push-Comp und wir haben noch ein paar Comps, die wir besprechen wollen jetzt im zweiten Teil. Und da haben wir als erstes die Engage-Comp. Das ist die beste Comp, wenn oder die simpelste Comp, wenn es darum geht, ja, was machen wir? Einer engaged, alle folgen. Ihr Group zu fünft. Zum Beispiel habt Ashe. Ist das einfachste Beispiel, weil dann weiß auch jeder Bescheid. Oder ihr habt eine Lilia, was weiß ich. Irgendwer von den beiden trifft einen Skillshot. Feuert die Ult, whatever, trifft die Ultimate auf ein Ziel oder auf mehrere Ziele im Fall von Lilia. Und sobald die Ashe-Ult sitzt, nehmen wir Ashe jetzt als Beispiel konkret, aber das kann man dann auch auf Lilia und auf viele andere Champions ausweiten oder auch für eine Malph. Sobald die Ult trifft, ist es an der Zeit, Feuer zu machen. Ist es an der Zeit, Full Ham zu gehen und da rein zu sprinten. Also, ihr geht Full Ham, sobald ein Engage sitzt. Und dann fightet ihr die einfach. Das ist, wenn ihr selber ein starker Teil seid und selber eine Engage-Comp spielt. Und die Möglichkeit für gute Engages habt. Der Nachteil von dieser Comp ist, wenn man behind ist, dann killt man keinen mehr. Und dann ist das eine eher schlechte Comp. Deswegen sollte man, wenn immer es möglich ist, man für solche Engages gehen. Genau. Kommen wir zur nächsten und das ist die Dive Comp. Das Ziel ist, unter einen Turm zu Tower diven. Also, obwohl da Gegner sind, einfach den halt die zu killen unterm Tower. Also einfach unter den Tower zu rennen. Und euer Ziel ist es, einfach zu diven und das Objective zu sieegen. Was wichtig ist, ihr braucht entweder mehrere Tanks oder einen Hypertank und ihr braucht einen Slayer, der sehr schnell ein gewisses Ziel, was sich unter dem Tower befindet, zerstören kann. Es ist eine sehr effektive Composition, denn die Gegner sind nirgendwo sicher, auch unter dem Tower nicht. Sie müssen weit hinter dem Turm chillen, wenn sie merken, okay, ein Dive steht an. Allerdings gibt es auch Counterplay dagegen. Aber ich komme erstmal zu den Vorteilen. Erstmal kann man so Turm für Turm einreißen und Turm für Turm pressuren. Man sollte die Tanks, den Tower tanken lassen und diesen tanky genug, um das auch zu überleben. Wenn ihr siegen könnt, ohne zu Tower diven, solltet ihr aber auch nicht unbedingt Tower diven. Und wichtig ist, alle sollten zusammen Tower diven. Das ist ganz wichtig. Alle, die anwesend sind, in der Nähe sind, sollten daran mitwirken. Das ist einer der wichtigsten Sachen. Genau. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, es muss halt gut abgesprochen sein, sodass ihr auch wirklich überlebt. Denn das Schlimmste, was euch bei einem Tower Dive passieren kann, ist, dass ihr sterbt. Und es gibt Counterplay. Der Counterplay ist, indem man einfach einen Wave Clear Mage in der Mitte hat oder irgendwo hat, wo die diven wollen und nicht diven können, weil man kann nur diven oder meist nur diven. Natürlich geht es auch so. Aber am effektivsten ist es zu diven, wenn die Minions unter den Tower gepusht sind. Weil man dann 1, 2 Tower-Schüsse verhindern kann, oder sogar eigentlich meistens 3, 3 Tower-Schüsse verhindern kann, ohne dass man jemand angreift. Sonst fokussiert der Tower euch erst, wenn ihr nun ja, wenn ihr einen Gegner angreift. Und wenn keine Minions da sind, dann verliert ihr schon mal so 500 Leben, noch mal mehr. Und je nachdem, wie stark und intensiv der Tower Dive ist, geht er dann meist schlechter aus. Dann gibt es noch eine sogenannte Comp und das ist die
Counter Engage kommt. Die ist ein Counter zum Engage und das sagt der Name ja schon. Also ihr versucht zu verhindern, engaged zu werden. Und lasst den Gegner zu euch kommen. Es gibt eine ganze Menge Champions, die das gut können. Und das passiert immer dann, wenn ihr gute Teamfighter in eurem Team habt, die aber nicht so sonderlich gut im Engagen sind. Das heißt zum Beispiel eine Janna, zum Beispiel eine Xayah. Das sind jetzt die besten Beispiele, die mir einfallen, wenn es darum geht, jo, wie wir können gut teamfighten, aber selber engage ist ein wenig schwierig. Da könnt ihr für sowas gehen. Was man auch haben muss, unbedingt, sind CC-Abilities, also CC-Fähigkeiten, die ihr nutzen könnt, um den Gegner von euch fernzuhalten. Und das sind so, also alle Champions, wo man sagt, dass man nicht overchasen sollte gegen die, die sind wunderbar, weil dann meist, also die Sache ist, der Gegner versucht euch zu engagen, verschwendet irgendwelche wichtigen Abilities, ihr verhindert diese Abilities oder schleudert die Gegner weg oder was weiß ich, herhalte die Gegner fest, damit die Abilities down sind, die sie benutzt habt. Und dann, wenn deren wichtige Abilities down sind, dann engaget ihr auf den, dann fightet ihr den Gegner, also ihr engaget nicht, aber ihr Team fightet dann zurück, lauft auf den Gegner drauf, auto-attackt ihn, macht Abilities, was weiß ich. Während die zurückrennen müssen, weil sie keine Abilities haben und nicht gegenfighten können. So. Dann gibt es noch eine weitere Comp und das ist eigentlich die letzte und das ist die sogenannte AOE-Comp. Und zwar solltet ihr euch erstmal nicht splitten, das gilt übrigens auch für die Counter-Engage-Comp. Niemals, denn eure Abilities sind sehr gut, weil sie Flächenschaden machen und deswegen wollt ihr immer teamfighten und möglichst viele davon treffen. Ihr solltet ähnlich wie bei einer Wombo-Combo geschlossene Bereiche wie zum Beispiel in der Midlane oder im Jungle suchen, um zu fighten. Fights finden ja zum Glück gerade in Lore in Elos relativ oft in der Mitte statt, daher bietet sich das an oder halt in den Choke Points, wo relativ wenig Vision ist, entstehen auch oft Fights und das ist eigentlich eine perfekt genau für diese Szenarios und euer Ziel ist es, einfach zu groupen und mit euren AoE-Spells und Attacks alles zu treffen, was in eurer Reichweite ist. Also alles, was in eurer Reichweite ist, greift ihr an. Seid zum Beispiel eine Lux. Zum Beispiel Malph. So ein Kram. Würde da auf jeden Fall sinnvoll reinpassen. Es gibt aber einen Nachteil. Und zwar wollt ihr ja alles fighten, was in der Range ist. Und das heißt, ihr braucht meist einen Blue Buff. Gerade Mages. Denn die haben sehr hohe Mana-Kosten und verbrauchen viel Mana. Es geht, wird aufs Mana gehen. Und deswegen braucht ihr relativ viel Mana. Joa. Wollte ich nur mal so gesagt haben. So, dann kommen wir noch zu weiteren. Es gibt noch eine Comp und das ist die No-Comp. Also man hat einfach fünf Champions, die nicht irgendwie zusammen eine Comp bilden können. Von einer Comp sprechen wir immer, wenn es vier Champions gibt, die eine Comp bilden können. Manche fallen in zwei oder drei rein. Drei Comp-Positions, wie man spielen kann. Grundsätzlich teilen wir die drei auch alle ein in teilen wir die Comps ein in eine Poke und Siege Comp, in eine Teamfighting Comp und eine Split Push Comp. Ich will kurz dazu was sagen. Die Split Push Comp ist Split Push. Die Poke Comp dazu zählt auf jeden Fall Poke und auch AOE. Und alles andere ist Teamfight. Eigentlich im Wesentlichen. Das heißt, man will gegroupt fighten. Genau. Und jeder Champion kann verschiedene Comps spielen. Also,
Können wir mal ein Beispiel machen? Mir fällt jetzt nichts ein. Okay, nehmen wir Morgana. Morgana hat sowohl guten Poke mit ihrer Q und ihrer W. Also könnte sie in einer Poke-Comp spielen. Allerdings kann eine Morgana auch in der Pick-Comp gespielt werden als Haupt-Engage mit ihrer Q. Sie kann aber auch in einer Protected Carry-Comp spielen, weil sie in ihrem Spell Shield genug Protection bringt, dass der Carry nicht CC'd wird. Das heißt, sie ist in 3 Comps viable, in manchen besser, in manchen schlechter. Es kommt immer sehr von der Situation, hängt das ab. Und eine gute Team-Comp hat immer mindestens 2, im Idealfall 3 von diesen Compositions, wie man spielen kann. Und das zeichnet halt eine gute Comp aus. Manchmal, und man braucht halt eigentlich 4 Champions, die eine Comp erfüllen können. Ja. Also wenn 4 Champions eine Comp erfüllen kann, sprechen wir von einer Comp, sonst ist es sehr schwierig. Weil Split Push muss man aber dazu sagen, wenn wir in einem 1-4 spielen, 1-4 Split Push spielen wollen, müssen nicht alle Split pushen können. Dann müssen 4 anständig groupen können, um einen Split Pusher zu supporten und der Split Pusher halt da sein, ne? Und es einen guten Split Pusher geben, der auch fett genug ist. Sofern das möglich ist, dann ist natürlich auch Split Push gegeben. Also man muss das schon so ein bisschen sehen. Also man muss ja, also jeder Champion muss in der Comp eine sinnvolle Rolle ausführen können. Das ist, dann reden wir davon von einer Comp. Ansonsten ist es keine Comp, sonst reden wir von einer No-Comp, was auch mal passieren kann. Aber das ist nicht schlimm. Man muss nicht immer eine Composition haben. Natürlich ist es einfacher mit einer Composition, aber man muss nicht immer eine haben. Und euer Ziel ist es, ihr campt in Gebüschen. Ganz simpel gesagt. Ihr stellt euch in Gebüsche und campt da. Und das ist schon der ganze Spaß. Ihr versucht zu campen, irgendwo, wo die Gegner keine Vision haben. Zum Beispiel vor einem Baron, nachdem ihr deren Vision gesweepert habt, wollen die neue Vision aufbauen. Dann wartet ihr in den Gebüschen, bis einer da wieder ein Ward reinsetzt. Und dann fightet ihr. Dann killt ihr den, der gerade irgendwie rumläuft. Und dann habt ihr eine Numbers Advantage, nämlich ein 4, 5 gegen 4. Und dann kämpft ihr. Aber nach Möglichkeit solltet ihr das verhindern. Es gibt auch schlechte Comps, die ihr niemals haben solltet. Und das sind 4 verschiedene. Und zwar einmal nach Damage und einmal nach Range. Ihr solltet niemals eine Full Melee Comp spielen. Denn dann habt ihr keine Range. Ihr solltet auch niemals eine Full Range Comp spielen, weil dann seid ihr eigentlich meist zu so squishy. Und habt nicht das Potenzial, was andere Melee, was Melee Champions halt einfach haben. Ihr solltet außerdem keine Full AD Comp spielen, weil die Gegner sonst Rüstung bauen können. Und auch eine Full AP Comp solltet ihr nicht gehen, weil die Gegner dann Full Magieresistenz bauen können. Das sind 4 Comps, die ihr verhindern solltet, die solltet ihr niemals picken. Einige Tipps noch, wenn es darum geht, welche Comp ihr spielt und wie ihr eure Comp ausspielen solltet. Und zwar erstens solltet ihr, sofern das möglich ist, poken vor einem Teamfight oder vor einem Teamfight möglichst versuchen. Also wenn ihr einen Teamfight forst, solltet ihr versuchen, die Hälfte der Gegner runter zu poken. Sofern ein Poke möglich ist in eurer Comp, solltet ihr dafür gehen. Das zweite ist, wenn ihr gut Split pushen könnt, solltet ihr es machen, sobald es möglich ist. Aber seid immer bereit, groupen zu können, denn man kann schön mit Groupen Split Pusher killen. Also man kann den Split Push Comp schön mit Grouping killen, wenn es anständig gemacht würdet. Deswegen müsst ihr bereit sein, zur Not groupen zu können. Denn wenn ihr halt nicht gegroupt seid, killt ihr euren Split Pusher. Ihr müsst genug Druck haben, wenn ihr euer Gegner Split pusht. Wenn ihr gerne engaged, dann versucht am Anfang einen
Engage zu forcen. Also, wenn ihr in Position seid, einen Engage zu finden, dann fangt ihr an mit einem kleinen Engage. Das ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, was ich mit einem kleinen Engage meine. Und gibt es dann auch einen großen Engage? Ja. Ein kleiner Engage ist zum Beispiel Leona E. Während wir sind Leona. Wir können mehrere Weisen engagen. Wir können Chemtank anmachen. Wir können E machen. Wir können R machen. Wir können Hexwisch nutzen. Wir können unseren richtigen Flash nutzen. Also es gibt viele Optionen, je nachdem, was man auch hat, ne? Und ich kann euch sagen, das Effektivste ist, einen kleinen Engage zu machen. Das heißt, wenn ihr in Range seid, nutzt einfach nur E. Und wenn das reicht, dann ist das immer besser, weil dann könnt ihr eure R einfacher platzieren, weil ihr schon im Gegner drin seid, habt ihr dann viel mehr Möglichkeit, eure R richtig zu platzieren. Und ja. Deswegen ein kleiner Engage ist meist besser. Und wenn ihr in kleinen Gebieten fighten wollt, also im engen Spots, dann versucht das. Also dann versucht da zu ambushen und das Spiel an euch zu reißen. Das sollte es aber gewesen sein. Ich hoffe mal, das war hilfreich für euch. Das Spiel ist auch hier vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Und